Ich bin der Daniel Andres, ich sage ein Bieler Urgestein. Ich bin in Biel geboren, genau zu Madretsch im Mösli. Da handelt auch mein Buch, ein kleines Romänchen darüber, über das Quartier, das früher das Quartier von den Armen war. Ich habe Musik studiert, habe aber auch als Journalist gearbeitet, am Theater als Kapellmeister. Ursprünglich war ich Lehrer, 7 Jahre oder mehr habe ich noch Schule gegeben und gleichzeitig aber Musik studiert in Bern am Konsi. Und 7 Jahre auch ungefähr war ich Journalist, zuerst im Büro Cortesi, nachher selbstständig, nachher im Theater als Kapellmeister gearbeitet und beim Orchester. Dann eine Buchhandlung aufgetan, zuerst ein Antiquariat und nachher erweitert mit neuen Büchern und mit einem Verlag aufgetan. Mit einem Buch, das ich im Selbstverlag aufgab, hat das angefangen. Später bin ich nachher wieder Organist geworden, Musiker, Organist, Chorleiter, Musikkritiker beim Bieler Tagblatt. Und jetzt bin ich eigentlich pensioniert, aber immer noch fest angestellt als Organist. Und schreibe immer noch Musik. Ich bin seitdem Komponist. Ich habe ganz viele Stücke geschrieben, bin jetzt beim Opus 79 angelangt. Ich habe 3 Bücher mitgenommen. Eines davon habe ich während meiner Zeit, als ich im Theater gearbeitet habe, habe ich am Nachmittag auch noch auf der Baudirektion gearbeitet, als sogenannter Sachbearbeiter. Das heisst, ich habe Texte geschrieben, Motionen beantwortet und so weiter. Einen Bericht geschrieben über die Entwicklung von der Stadt Biel und das habe ich später nachher rausgegeben als Buch. Das haben 2200 Exemplare sind fast in 3 Wochen verkauft worden seinerzeit, was frisch ist rausgekommen. Jetzt habe ich noch 2 Exemplare daheim und sonst ist es vergriffen. In diesem Buch habe ich übrigens auch den Robert Walser zitiert im Vorwort aus dem Geschwister Tanner schreibt er unter anderem: Die Industrie blühte damals eine feurige Pflanze auf und gestattete ein leichtes, gedankenloses Leben. Viel Geld wurde verdient, viel ausgegeben. Die Stadt schien in einer Nacht 10.000 Einwohner mehr bekommen zu haben. Alles strömte aus dem umliegenden Lande herbei in die Häuser, die schon besetzt und bewohnt wurden. Sobald sie nur äußerlich das fettige Aussehen hatten, mochten sie innen feucht und schmutzig sein, so viel sie wollten. Das hat der Walser geschrieben, eben in seinem Roman Geschwister Tanner, wo eigentlich eine Familiengeschichte ist von der Walser-Familie in Romanform. Ich habe zum ersten Mal Walser lernen kennen im Lehrerseminar. Das war 1956, im Jahr, wo der Walser gestorben ist, aber das habe ich dann nicht gewusst. In der Bibliothek geht der Jakob von Gunten verlangen, der hat der Deutschlehrer, ein älterer Herr, der hat fast Tränen vergossen, dass überhaupt jemand Walser verlangt in der Bibliothek. Und dann habe ich den Jakob von Gunten gelesen und habe eigentlich damals nicht viel anfangen damit. Oder? Das hat mich eigentlich fast ein bisschen gelangweilt. Ich habe ihn 20 Jahre später wieder gelesen und dann habe ich gedacht, wow, ist das genial. Das ist jetzt ein Wahnsinnsbuch. Das ist etwas vom Besten, was im 20. Jahrhundert geschrieben worden ist. In meinem Buch da hier beschreibe ich eigentlich Biel, Baugeschichte. Das war damals ein Auftrag vom damaligen Baudirektor und nachher hat es mich schade gedacht, dass das einfach in der Schublade verschwunden ist. Und ich habe dann gefragt, ob ich das könnte veröffentlichen. Ich habe es überarbeitet und viele Bilder
Fotos gesammelt. Auch noch damals Postkarten und Grafiken. Und vom Stadtplanungsamt habe ich auch noch die ganzen Pläne, oder vom Vermessungsamt, die ganzen Pläne bekommen in verschiedenen Phasen von der Stadt. Und so die ganze Entwicklung. Zum Beispiel da so ein Stadtplan aus dem 19. Jahrhundert. Mit der Eisenbahn. Es war schon noch interessant für Biel, dass die Entwicklung von Biel stark mit der Eisenbahn zusammengehangen hat. Oder Biel war ein kleines Städtchen neben Nidau. Und Nidau war eigentlich fast wichtiger wegen dem Seeanstoss und weil der ganze Handel ja eigentlich über den See und über Ziel gelaufen ist damals mit dem Schiff. Und wo Biel plötzlich einen Bahnhof hat bekommen und Eisenbahnanschluss ist Biel gewachsen. Einfach von pro Jahrzehnt fast um 10'000 Einwohner oder jedes Jahrzehnt 10'000 Einwohner mehr. Oder vor allem anfangs vom 20. Jahrhundert nachher, oder? Und das hat sich auch auf die Stadt ausgewirkt, oder? Die drei verschiedenen Bahnhöfe, Standorte, haben sich sehr ausgewirkt, wie sich die Stadt entwickelt hat. Und das habe ich probiert aufzuzeigen in diesem Buch mit der ganzen Entwicklung. Die Bahnhofstrasse ist die Hauptader von Biel geworden. Früher war es die Altstadt, die Untergasse. Die hat völlig an Bedeutung verloren. Und dann ist die Achs Nidau-Gasse, Bahnhofstrasse, der Hauptachs von Biel geworden. Und die Altstadt ist fast abgestorben. Oder? Dass ich plötzlich nur noch, ich weiss noch, als ich jung war, sie fast nur, hat sich ein bisschen als dreckig gehalten und runter gewirtschaftet und es hat fast nur arme Leute gehabt, weil die Wohnungen einfach sehr billig waren. Oder? Ich habe nachher auch noch einen Bericht gemacht aus der Baudirektion. Es war dann noch eine Initiative hängig für die Altstadt zu erhalten oder zu sanieren. Und dort war ich zuerst Sekretär von dieser Kommission. Und dann nachher habe ich eigentlich auch als Sekretär die Kommission quasi geleitet und wir haben einen Bericht gemacht mit Bauvorschriften, mit Finanzierungsmodell, mit Einführung von einem Altstadtarchitekt, der nachher später quasi Denkmalpfleger von Biel ist geworden. Da habe ich auch entscheidend, also dann damals noch mitgewirkt. Gleichzeitig habe ich im Theater gearbeitet, am Morgen Proben, am Abend Aufführungen und am Nachmittag ein eigenes Büro auf der Baudirektion. Auch ein eigenes Inventar der schützenswerten Objekte gemacht habe. Später ist das vom Kanton vorgeschrieben worden, aber ich habe das auf eigene Faust quasi einen ersten Entwurf gemacht, weil dann in den 70er Jahren gerade eine riesen Abbruchwelle war. Man hat wertvolle Bausubstanz abgerissen und alle haben gesagt, das ist der Schade und so weiter, hat man nicht etwas machen können. Und dann habe ich gefunden, man sollte ein Verzeichnis machen von Bauten, die man unbedingt erhalten sollte in Biel. Und da habe ich dann einen ersten Entwurf davon gemacht. Das hat die Frau Dr. Ehrensberger später weitergeführt und ausgebaut. Und das ist heute eine offizielle Einrichtung oder das Verzeichnis. Oder. Ich habe immer komponiert, im Anfang weniger, aber seit den 90er Jahren, späten 90er Jahren eigentlich habe ich, in jungen Jahren habe ich gedacht, ja, wenn ich etwa auf 30 Werke bringe, bis zu meinem Lebensende ist nicht schlecht, oder? Und jetzt bin ich auf Opus 79, habe ich kürzlich angemeldet. Das ist sind Klavier
Stück, also eigentlich einsätzige Klaviersonate, habe ich jetzt schon 4 geschrieben. Gigensonate, Solosonate für Gigen, aber ich habe auch kürzlich gerade wieder ein Orchesterstück geschrieben über Derborance vom Ramu. Das ist eine Erzählung, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Vor allem der Bergsturz und der junge Antoine, der ist unter dem Bergsturz begraben war, 4 Wochen lang. Und 4 Wochen lang lebendig begraben war. Oder? Und das Erlebnis habe ich probiert, im Orchesterstück wiederzugeben. Ich habe auch anfangs der 20er Jahre habe ich Walserlieder aus einer frühen Gedichtsammlung, habe ich 6 Lieder vertont unter dem Titel Winternacht. Das ist ja so ein Winterreis, ein typisch für einen Walser, aber schon in seinen jungen Jahren, mit 20, hat er solche Gedichte geschrieben. Winter, Nacht, kalt, es regnet, man ist draußen, man geht immer weiter. Statt zu warten oder irgendwo Unterschlupf zu suchen, das ist typisch für einen Walser auch schon in jungen Jahren. Oder? In der Geschwister Tanner beschreibt er Wanderungen, oder? Wenn er seinen Bruder besuchen ging, von Biel auf Illisau oder von Biel auf Zürich oder von irgendwo, alles zu Fuß über Hügel und durch Wälder und so. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der Spaziergang ist fast ein impressionistisches Gemälde, wo man einfach durch Biel läuft, ohne dass man genau weiß, wo das man jetzt ist. Man kann es ein bisschen beschreiben, wo er wahrscheinlich gerade war, aber es ist eigentlich nicht so wichtig. Er landet auf jeden Fall am Schluss am See, und der Blick vom See auf die Insel, das habe ich auch in einem Klavierstück probiert wiederzugeben. Es hat ja 3 Klavierstücke geschrieben, die heissen Image. Das erste ist eigentlich beschreibt mehr oder weniger ein Teich im Regen. Also Wasser, wo Regen, wo auf das Wasser plätschert. Und da gibt es auch einen Satz beim Walser, wo er das beschreibt. Und das zweite ist, ich glaube, das zweite ist die Insel, wo man aber nur von weitem und so halb im Dunst sieht, in den Umrissen. Oder? So wie ein verborgenes Märliland. Oder? Voilà.